jogo, a carga da motor. So, der möchte sich jetzt nicht ärgern mit dem Triebwerkslauf, sondern vor dem Start muss ein Flugzeug abgebremst werden. Das bedeutet, man steht voll in den Bremsen, zwei Drittel Gas, und dann wird getestet, erstens, ob die Bremsen das aushalten und zweitens, ob der Motor auf beiden Zündkreisen gut läuft. Ein Flugzeug ist nämlich mit zwei Zündkreisen, also zwei Zündkerzen pro Zylinder, versorgt und hat einen sogenannten eine Magnetzündung, also unabhängig vom normalen Stromkreislauf. Das heißt, würde der Strom im Flugzeug ausfallen, auch die Batterie ausfallen, dann läuft der Motor immer noch, sonst wäre es ja ein bisschen gefährlich. Also das Flugzeug hat ein vom Bordnetz unabhängiges Zündsystem, eine Magnetzündung. So, die Antenne läuft. So, liebe Zuschauer, die Antonov steht am Start. Voll getankt und voll gepackt wiegt sie 5,7 Tonnen. Sie sehen das Kennzeichen, ein D für Deutschland und ein F, und F bedeutet ein Motorik über 2 Tonnen schwer.